rausschneide. Du hältst ja auch nicht die Klappe, du rennst im Einfluss durch. Ja, du sollst das unter gefechtsmäßigen Bedingungen machen hier. Gefechtsmäßig, das sende ich heute Abend. Gefechtsmäßige Bedingungen. Hier hast du irgendwo auf dem Handy Last Christmas. Mal sehen, wie lange er da noch schießt. Gestern war ich mal wieder in Heftrich auf dem Schießstand, ein bisschen Spaß haben mit einer Reservistentruppe und habe einen kleinen Munitionstest mit meiner Ruger Mini 14 gemacht und ein bisschen wieder Kleinkaliber mit der Savage geschossen. Videoaufnahmen jetzt von der Ruger habe ich heute nicht gemacht, habe ich irgendwie voll vergessen. Sorry. Aber ich habe die Scheiben mitgebracht. Ich blende euch hier ein und habe mit unterschiedlicher Munition geschossen, wollte mal gucken, ob ich irgendwie eine Ladung finde von denen, die ich bereits in meinem Schrank liegen hatte, die vielleicht gut oder besser mit der Ruger harmonieren als das, was ich bisher verwendet habe. Wir steigen mal ganz kurz ein, das gibt eine schnelle, mit Gecko 63 Grain, die Gecko Sport sind das. Ja, die waren okay, da sind vier Flyer dabei, die nördlich und südwestlich von der 10 reingegangen sind in die 9. Die anderen waren soweit in der 10 drin, zwei in der Musch. Ist ein brauchbares Ergebnis, wie ich finde, für die Mini 14, die, wie wir alle wissen, definitiv kein Präzisionswunder ist. Aber sie macht einfach Spaß und darauf kommt es mir letzten Endes an. So, die nächste Ladung, die ich geschossen habe, waren die Norman Tactical 55 Grain. Ihr erinnert euch, die waren in meiner Sabati Rover nicht gut und das zieht sich in die Ruger Mini 14 genauso mit rüber. Abgesehen davon, die sind deutlich tiefer reingegangen als jetzt die Gecko 63 Grain, was eher ungewöhnlich ist, weil die hätten eigentlich, wenn, dann höher reingehen müssen. Aber Schmuck am Nachthemd, ich bin jetzt von der Gruppe nicht wirklich überzeugt. Wenn ich jetzt rein nach der Gruppe gehe, war die nächste, die PPU, die blaue Schachtel 55 Grain, sprechen also über 223 Remington. Die waren von der Gruppe her eigentlich okay. Das ist sogar die billigste Munition, die ich hatte. Ich glaube 18 Euro, 13 Euro die Schachtel, keine Ahnung. 20 Schuss wohlgemerkt. Die waren eigentlich ganz passabel, wie ich finde. Norma Golden Target 69 Grain. Die waren vergleichbar wie die Norma Tactical, also die funktionieren in der Mini 14 auch nicht wirklich. Ja, also kann man auch getrost beiseite schieben. Bin ich auch ganz froh, weil die war schon wieder von etwas teureren Variante. Die waren, glaube ich, irgendwo bei 28, 29 Euro die Schachtel für 20 Schuss wohlgemerkt. Also nicht so wirklich. So, dann haben wir die Remington Premier Match 52 Grain. Da habe ich mir eigentlich mehr erhofft. Leichteres Geschoss hätte eigentlich bei dem 1:12er Drall funktionieren müssen. Die Gruppe an sich ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt die drei mit den besseren Gruppen einfach mal so ein bisschen bei nebeneinander lege, sprich die Gecko, die PPU und dann daneben die Remington, dann sind die in etwa gleich. Ich würde fast schon sagen, von der Gruppe her sind die PPUs, also die billigsten Ladungen, die besseren. Also werde ich wahrscheinlich für die Ruger Mini 14 PPU holen. Trifft sich ganz gut, weil billig. So, dann habe ich meine Savage Mark II ausgepackt. Es war mal wieder Zeit, ich habe mal wieder Bock drauf gehabt, meine Savage ein bisschen zu quälen, was ich natürlich auch getan habe. Und das letzte Mal, wo ich sie geschossen hatte, war in Polen und das lief ja so richtig scheiße, was aber halt auch gerade bei KK an dem Wind gelegen hat. Also Zielfernrohr, sie ist ja eingeschossen auf 50 Meter, Zielfernrohr gedreht auf 0. Dank Zero Stop weiß man direkt, wo man hin muss. Und ich hatte einen Flyer dabei, weil da war ein Geschoss war defekt. Das hat irgendwie einen Detscher gekriegt oder so. Keine Ahnung, wie, wo, was, warum. Jedenfalls habe ich dort, das war der erste Treffer, glaube ich. Das war ein Flyer, der ging ziemlich südwärts. Naja, gut. Aber die anderen 10 Schuss, die ich abgegeben habe, die waren amtlich alle 10 in der Musch, wie ihr seht. Dann habe ich das Zielfernrohr klick, 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 nach oben gedreht und bin auf die 100 Meter Elektronik gewechselt. Und was soll ich sagen? Lief gut. Lief echt gut. 9 Zehner, eine 9. Und somit kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, noch kann ich es einigermaßen. Es war ein schöner Tag. Wir hatten unseren Spaß. Und
glaube, ich mache mit dem Schießen jetzt allein. Du hältst ja auch nicht die Klappe, du rätst im Einfluss durch. Ja, du sollst das unter gefechtsmäßige Bedingungen machen hier. Gefechtsmäßig? Das sende ich heute Abend. Gefechtsmäßige Bedingungen. Hier hast du irgendwo auf dem Handy Last Christmas. Mal sehen, wie lange er da noch schießt. Stand und meine Haltung, das merke ich jetzt. Je nachdem, wie ich mich positioniere.